Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im dritten WM-Vorbereitungsspiel trotz einer starken kämpferischen Leistung die erste Niederlage kassiert. Nach einem Fehlstart unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm Tschechien in Karlsbad knapp mit 4:5, 2:4, 1:0, 1:1. Leon Bergmann, 8., 10., sorgte im ersten Drittel für den Anschluss und den zwischenzeitlichen Ausgleich für Deutschland. Marco Novak, 25., erzielte das 3:4. Marc Michaelis, 57., machte es mit seinem Tor zum 4:5 noch einmal spannend. Ausnahmetalent Dominik Bock glänzte mit 3 Assists als Vorbereiter. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das Tempo war 2-3 Stufen höher. Wir waren am Anfang nicht ganz da, sagte Söderholm. Es war ein sehr guter Test, wir können viel daraus lernen. Am Donnerstag trifft das DEB-Team erneut auf den 12-maligen Weltmeister, 17.30 Uhr. Die ersten beiden Tests für die WM in der Slowakei, 10. bis 26. Mai, hatte die Mannschaft gegen den WM-Gastgeber gewonnen, 2:1, 3:1, in Karlsbad waren zunächst die Gastgeber am Drücker. Ein Doppelschlag durch Jakub Krejčík und Jan Kola in der 6. Minute brachte die Tschechen mit 2:0 in Führung. Nach einem Foul von Michal Repik an Tim Wohlgemuth nutzten die Gäste das Überzahlspiel und kamen durch Bergmann wieder zurück. Doch David Tomasek, 14. und Ondrej Beranek, 20. stellten den alten Abstand wieder her. Zusagen der NHL-Stars wird entgegengefiebert. Im zweiten Drittel intensivierten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, kamen durch Novak zum erneuten Anschluss und erspielten sich gute Chancen zum Ausgleich. Goalie Dustin Strahlmeier, Schwenninger Wildwings, hielt Deutschland in seinem dritten Länderspieleinsatz mit mehreren Saves im Spiel. Im letzten Abschnitt kassierte die DEB-Auswahl in Unterzahl doch noch das 3:5 durch Thomas Mertl, 52. Der erneute Anschluss von Michaelis reichte nicht. Nach den Tests in Tschechien wird Söderholm die nächsten Kaderveränderungen bekannt geben. Dann wird auch eine Bestätigung der WM-Teilnahme von NHL-Topstar Leon Draisaitl Edmonton Oilers erwartet, dessen Zusage sich ebenso wie jene von Dominik Kahan, Chicago Blackhawks, und Corbin Janholzer, Anaheim Ducks, abzeichnet. Bei Tobias Rieder Edmonton Oilers ist die Situation unklar, bei Nico Sturm, Minnesota Wild, wird an einer Lösung gearbeitet. Es folgen 3 weitere Testspiele gegen Österreich, 25. 27. April, und die USA, 7. Mai. Zum WM-Start spielt die deutsche Mannschaft am 11. Mai in Kosice gegen Aufsteiger Großbritannien. Let's block it's why.